Mit einem Sieg im morgigen Sachsen-Pokalfinale gegen den Chemnitzer FC würden dem FSV Zwickau eine beachtliche Siegprämie und ein hochkarätiger Gegner in der ersten Runde des DFB-Pokals winken. Mit diesen Einnahmen könnte dem Verein enorm geholfen werden. Ein spannendes Spiel ist also garantiert. Natürlich lebt solch ein Pokalfinale von Vorfreude und Spannung, wie jedes andere wichtige Spiel. So formulierte es Trainer Enox am Freitagmittag. Auch Julius Reinhardt betonte, wir wollen unbedingt gewinnen und werden alles dafür tun. Dennoch, das wissen beide aus Erfahrung, es wird kein Bonusspiel werden für den FSV Zwickau beim Regionalligameister Chemnitzer FC. Der FSV möchte seine tolle Saison mit dem Pokalsieg krönen und im DFB-Pokal mitmischen. Das sind unsere Ziele gewesen und die wollen wir erreichen. Auf die Frage, wie sein Team mit der Favoritenrolle umgeht, reagiert der Zwickauer Coach selbstbewusst. Gut. Über 3000 Zuschauer oder sagen wir einfach über 3000 Fans werden ihren FSV in Chemnitz unterstützen. Das müsste doch zu machen sein. Joe Enox und Julius Reinhardt, dieser morgige 25. Mai kann ein richtig großer Tag für Ihre Mannschaft, für euch als Spieler werden. Fangen wir mal mit Ihnen an. Julius, wie ist eigentlich der Trainer da? Ja, sehr gut. Oder jetzt speziell vor dem Spiel. Natürlich sind wir alle ein bisschen angespannt, weil es ein Finale ist. Und Finals sind dazu da, um gewonnen zu werden. Deswegen bereiten wir uns gut drauf vor. Der Trainer hat, denke ich, akribisch die Mannschaft vom Chemnitzer FC nochmal angeschaut. Und wir wissen, was auf uns zukommt. Und wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen. Wie hat sich das Team in den vergangenen Tagen im Hinblick auf dieses so wichtige Spiel präsentiert, Joe Enox? Wir haben halt letzte Punktspiel zu Hause gegen Preußen Münster gezeigt, dass wir halt wirklich ordentlich drauf sind, dass wir eine gute Saison gespielt haben. Wir wollen uns halt nicht darauf ausruhen, sondern halt, wir haben halt diese Woche halt sehr ordentlich trainiert und wir sind halt gute Dinge, dass wir halt eine gute Leistung morgen bringen werden. Ich entlasse Sie beide mit einem Spruch von Jean-Paul Sartre, der gesagt hat, es mag bessere Zeiten geben, aber diese ist die unsere. Ich wünsche Ihnen beiden alles Gute und kommen Sie mit dem Pokal zurück.